Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Tom und ich haben uns einfach mal überlegt, ein ganz normales Stall-FMA zu drehen, was auch einfach mal ganz gut ist, weil wir immer irgendwelche crazy abgedrehten Challenges drehen und ihr einfach meinen ganz normalen Alltag gar nicht kennt. Ich stehe hier jetzt gerade schon auf der Weide und werde Gollum jetzt erstmal reinholen. Das sieht richtig delicious aus, das Gras. Ja, beiß doch mal rein. Guck mal, er hat noch voll Hunger. Er ist noch gar nicht fertig. Ich glaube, hier auf der Weide haben die die ganze Zeit Hunger. Du störst Gollum ihn beim Essen. Bleib stehen, Kachi. Er will halt immer weggehen. Brrt. Guck mal, er haut ab. Ich glaub's langsam nicht. Hi. Mensch. So, jetzt nehme ich dich aber mal mit. Jetzt müssen wir noch Cäsar holen. Er sieht da schon, dass du kommst. Ich glaube, der hat auch Ruhe. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, er zischt ab. So, ja. Was ist das? Ist das zum Trinken? Getränke, ja. Wie lange standen die draußen? Knapp 3 Stunden. Tom muss hier vor allen Dingen einfach rückwärts gehen. Sag Bescheid, wenn ich irgendwo ein Loch trete. Dann nehme ich die immer so in eine Hand, mach das Tor auf, dann nehme ich den ersten, das ist Cäsar. Nee, lass mich das ruhig machen. Man macht nie ganz das Tor auf. Du bist so eine Wurst, Tom. Ja, Leute, das ist mein Stallalltag. Tom hilft mir immer jeden Tag. So, dann geht die Tür hier wieder zu. So, das mache ich immer. Kommt. Also fängt dein Stallalltag immer damit an, dass du die Pferde von der Weide holst. Also heute habe ich es mal anders gemacht. Ich bin erst zur Weide gegangen und hole jetzt erst die großen Pferde rein. Aber sonst mache ich meistens das Paddock erst noch von den Ponys. Die Pferde sind jetzt drin oder angekommen im Stall. Die Ponys stehen draußen auf dem Paddock und den werde ich jetzt noch ein bisschen Heu in die Raufe machen und das Paddock eben abäppeln und dann ist diese Arbeit auch für heute erledigt. Wo ist meine tolle Karre, die ich immer nehme? Die pinke? Ja, wer hat die genommen? Was eigentlich mit Leuten, die so eine Heuallergie haben? Können die überhaupt reiten? Ich weiß es nicht. Sieht richtig spaßig aus. Was macht dir am wenigsten Spaß im Stall? So war's, natürlich. Kannst du den einmal nehmen? Schnell, schnell, schnell. Kannst du einmal die Tür so offen halten? Wie machst du das denn, wenn du alleine bist? Ja, ich mach das immer so. Dann zieh ich die Karre hier immer so rein. Guck mal, der Kleine klaut sich schon was. Dieb! Wieso hängt man das eigentlich in so ein Gitter rein? Guck mal, man kriegt da fast nichts raus. Doch, das kriegen die schon hin. Die sollen das ja auch nicht alles auf einmal, sondern über den Tag verteilt essen. Ich schaue jetzt noch einmal nach dem Wasser, aber hat, glaube ich, jemand anderes schon aufgefüllt? Ich stelle euch jetzt einmal alle Ponys einmal vor. Das ist Mons. Oder Moni, eher gesagt. Das ist Jule. Das ist Paul. Das ist unser Vereinsmaskottchen. Und der ist ganz schön dick. Der ist, glaube ich, nur 68 cm oder so groß. Also wirklich mini, mini klein. Das ist Flocky. Der ist auch richtig süß. Sieht aus wie so ein Dalmatiner. Ich finde, der sieht cool aus mit den Punkten. Und dann haben wir hier noch einmal Valentino. Das ist der Frechste der Bande. Und der Chef. Frechte. Und wenn Valentino mal nicht da ist, dann läuft Flocky immer in den Graben da rein, damit er da Gras fressen kann. Wenn Valentino da ist, dann macht Flocky es irgendwie nicht. Fragt mich nicht, wieso. Und jetzt werde ich noch schnell das Paddock abfällen. Ih, da war doch eben noch das Essen drin. Jetzt kommt da die Scheiße rein. Ich bin immer so 3 bis 4 Stunden täglich im Stall. Oder auch ein bisschen länger, so wie gestern. Von 10 bis 4:30. Echt? Tom war den ganzen Tag nicht da, weil er den ganzen Tag angeln war. Und dann war ich einfach den ganzen Tag im Stall. Niemand konnte mich aufhalten. Schau mal, wie süß. Die beißen sich hier. Wer krault sich so? Oh, einer ist hier aus der Reihe getanzt, der hat nicht in die Toilette gekackt. Geht gar nicht. Das ist also die Pony-WG, oder was? Ja, genau. So, was machst du jetzt? Ich hole jetzt Gollum oder erstmal bereite ich sein Futter vor, dann mache ich die ganzen Sachen fertig. Sattel und so hole ich schon mal raus. Wo ist denn dein Schrank hin? Ich habe
keinen mehr. Falls jemand von euch einen Spind hat und den mir schenken möchte, ich nehme ihn. Nein, ich würde ihn auch abkaufen. Ich habe einfach keinen Spind und das nervt mich echt, dass meine Sachen hier einfach so stehen. Die hängen hier so an der Leine. Das ist nicht so gut. Und Zeug natürlich nicht vergessen. Jetzt hole ich Gollum aus seiner Box. Hallo. Der hat ja immer noch das Halfter drauf von der Weide und das nehme ich jetzt auch einfach, ist mir egal. Das hier ist mein Alltag, da müssen wir nicht gut aussehen, ne, Gollum? Ja, wieso? Machst du sonst noch ein extra Halfter dran oder was? Ja, jetzt fürs Video würde ich noch ein extra Halfter dran machen. Ich putze Gollum jetzt einfach und in der Zeit kann er sein Futter essen. Kriegt ja heute richtiges Buffet, erst Weide und jetzt noch sein Futter. Ja, kriegt er jeden Tag. Und wieso machst du mir nie sowas leckeres? Sorry. Wenn du sowas mit was Leckerem meinst, kann ich dir gerne machen. Ist auch ganz einfach. Einfach die Tüte aufmachen, zwei Schippen rausnehmen und das war's. Für ihn ist das 5 Sterne, glaube ich, oder? Ja, ihm schmeckt's auch sehr gut. Wie Müsli. Ob er ein bisschen lang angebunden ist, ich weiß es nicht. Das sieht einfach so schick aus, finde ich. Wow, Profi. Das ist mir echt gut gelungen. Jetzt habe ich hier oben so eine richtig fette Schicht, ne? Warte, so rum? Nee, so rum. Ich sag dazu jetzt einfach mal nichts. Wieso macht man das so? Weiß ich nicht. Stramm, wie ihr hier sehen könnt, nicht. Fertig. Machst du die jetzt nochmal ab? Ja, weil die war so schlecht. Und ich soll die jetzt wieder aufrollen, oder was? Nee, ich mach's lieber selber. Was soll das denn heißen? War es so schlecht? Ja, leider schon. Ja, das ist ja gut. Muss ich nicht normal machen. Wir drehen hier so ein Video, aber Tom ist gleichzeitig, während er diese Videos aufnimmt, einfach im Handy. Wie geht's euch? Ja, ich guck nach Angelrollen. Seid nicht dein Ernst. Man denkt so, wow, was ein süßer Freund. Er kommt extra immer mit in den Stall. Nein, Leute, er schaut nach Angelrollen. Wow, Leute. Super, Tom. Super, super, super. Er hat schon wieder das Mikro ausgemacht. Wow. You only had one job. Ist so. Ist so. Wir sind mal wieder begeistert von Tom. Ich kann gar nichts mehr dazu sagen. Und deshalb habe ich euch jetzt gerade einfach drüber gesprochen. Hä? Was wollte ich hier? Jetzt nehme ich erstmal meine Girte. Gollum. Gollum, guck nicht so wie so ein Affe. Wir gehen jetzt in die Halle. Ich glaube, die ist komplett frei. Yes, yes. Und dann baue ich mir, glaube ich, noch ein paar Stangen auf. Und Tom kann ihn in der Zeit entweder warm reiten oder führen. Ich führe ihn. Wir wollen dich aber reiten sehen. Okay, dann reite ich ihn. Echt? Nein. Oh, Mann. Was guckst du so wie so ein Esel? Ja, stopp. Stopp. Hier lang. Im Kreis. Jetzt steh mal. Steh. Guck. Hallo. Winke, winke. Super. Vor die Frage wieder kommt, wie weit legst du die denn immer auseinander? Mach die also bei Gollum immer einen Schritt einfach. Ah, okay. Und dann lege ich die außen ein bisschen weiter und innen ein bisschen näher, damit das so eine gebogene Linie wird. Er kommt von ganz alleine mit. Komm. Ach, jetzt musst du äppeln. Komm, wir gehen weiter. Warm laufen. Ich will aber innen laufen. Du denkst immer, du darfst innen laufen. Du läufst außen. Fein. Guck, ich muss gar nichts machen, Hella. Er läuft ganz von alleine. Ja, ich mach das schon. Ich werde jetzt anfangen zu reiten. Ich habe ihn im Schritt schon ein bisschen so aufgenommen. Das mache ich ganz gerne. Dann bin ich auch schon losgetrabt. Und wie ihr sehen könnt, lasse ich die Zügel immer am Anfang so ein bisschen länger, damit er sich schön nach unten strecken kann. Und er einfach so ganz losgelassen läuft. Also das ist auf jeden Fall mein Plan immer so. Genau, auf der Hand, das ist unsere schlechtere Hand. Also Gollum hebt sich da mal so ein bisschen raus und ich verdrehe meine Schulter mal so komisch. Und ja, das ist dann immer nicht so nice. Aber durch die Stangen wird das echt viel besser, weil die Pferde so den Rücken einfach schon aufwölben müssen. Und dann ist das hier auch besser geworden, aber man sieht auf jeden Fall, dass das die schlechtere Hand ist, weil er sich da einfach noch nicht so gut nach unten streckt. Aber wir üben einfach weiter und irgendwann wird das bestimmt perfekt funktionieren.
Dann haben wir hier mit dem Galopp angefangen. Die Zügel habe ich da auch noch länger, dass er sich da wirklich einfach nach unten strecken kann. Mir ist aufgefallen, dass ich meine Hacke so ein bisschen nach oben ziehe. Das hat mir leider keiner gesagt. Ich hatte ja keinen Unterricht. Also müsst ihr jetzt einfach damit leben, ja? Dann sind wir noch teilweise über das Cavaletti dann hier einfach gekommen, was da stand. Das ist eigentlich auch immer mega gut. Also davon werden die Pferde auch immer richtig schön locker. Ich mache das immer ganz gerne. Genau, und komme dann einfach hier noch weiterhin über die Stangen. Es hat auch richtig Spaß gemacht. Also es macht Spaß und gleichzeitig laufen die Pferde davon dann einfach auch viel besser und losgelassener. Dann habe ich hier noch einen Handwechsel gemacht und das gleiche wieder auf der anderen Hand. Aber man sieht, auf der Hand biegt er sich noch nicht so gut wie auf der anderen Hand. Dann habe ich weitergemacht mit der Galopparbeit, weil er davon auch immer richtig schön losgelassen läuft. Und habe hier dann noch mal einen Galoppwechsel gemacht. Das bietet er momentan einfach richtig gut an, obwohl es hier jetzt gerade nicht so gut war. Da hat er die Hinterhand so ein bisschen hochgeschmissen. Aber ja, an sich klappt das immer ganz gut. Genau, hier wieder auf der etwas schlechteren Hand, aber hat er dann auch schon wieder sehr gut gemacht. Hier habe ich jetzt versucht, so Schenkelweichen im Galopp zu machen. Hat ganz okay geklappt, wollte ich aber so jetzt gar nicht mehr weiter üben, weil ich ihn einfach an dem Tag jetzt locker reiten wollte. Ich bin 2 Tage vorher auch schon Dressur geritten oder die letzten 2 Tage auch schon Dressur geritten. Habe ihn da richtig aufgenommen und wir hatten ja auch keinen Unterricht oder so und dann wollte ich ihn einfach nur ganz locker reiten. Hier jetzt etwas, was uns sehr, sehr schwer fällt, und zwar einfach das Schrittreiten. Man denkt so, was soll schwierig sein am Schrittreiten, aber Gollum zackert dann immer so ein bisschen an, wenn ich jetzt zu viel treibe, und dann kann der Schritt nicht so raumgreifend sein, wenn ihr versteht, was ich meine. Dann habe ich mich hier noch einmal kurz hingesetzt und habe ihn im Trab so ein bisschen aufgenommen, aber wirklich nicht viel gemacht, weil ich ihn ja eigentlich ganz locker nur reiten wollte. Hier habe ich dann nochmal einen Galoppwechsel gemacht und der war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Das klappt. Das klappt jetzt einfach. Das freut mich wirklich immer wieder, wenn ich einen Galoppwechsel mache. Und dann war ich auch schon fertig, bin abgestiegen. Und Tom ist dann noch schnell nach Hause gefahren und hat neue Akkus geholt, weil wir ja noch was mit Valentino machen wollten. Und in der Zeit habe ich Gollum weggebracht. Du bist eine starke Frau. Ja, selbst ist die Frau. Klappt heute alles super. So. Gar nicht mal so einfach. Fangen wir jetzt mal an zu putzen. Wow, hat er sich heute gar nicht gewälzt? Unten ist halt so viel Dreck drin. Wir müssen mal wieder den Staubsauger mitnehmen. Ja, ist so. Kuscheln. Das ist dein Kuschelbär, ne? Ja. Im Gegensatz zu Gollum. Der möchte das immer nicht so gerne, dass ich mit dem kuschel. Und deshalb habe ich Valentino. Das ist eigentlich der einzige Grund. Der schwarze Hengst. So als wenn. Ein bisschen Glanzspray in die Mähne, die einfach nur aus Glanzspray besteht. Und in Schweif. Das riecht immer so gut. Valentin hat hier einfach dieses eine graue Haar. Oh, er wird Opa. Soll ich ihn das rausreißen? Jetzt ist er wieder ein junger Hengst. Leute, wie kann man so eine geile Mähne haben? Ich finde, das sieht so schön aus. Diese Haarstruktur irgendwie, so fluffig. Also mich wundert es ja immer noch, dass du länger brauchst, deine Pferde fertig zu machen, als dich morgens fertig zu machen. Ja, das wundert mich auch. So. Diese Bürste ist echt ein bisschen bescheiden, aber besser als gar nichts. Besser als gar nichts, Leute. Aber ich habe letztens den Schweif wieder ein bisschen geschnitten und das sieht einfach so viel besser aus. Ich finde, so die Höhe ist immer perfekt. So, wenn der Schweif so bis nach ganz unten geht, das sieht immer so ungepflegt und scheiße irgendwie aus. Jetzt putze ich hier die kleinen Beinchen. Guck mal, ich frage mal eben Petra. Hier stehen dann die Kutschsachen von Valentino. Da muss ich schon wieder sagen, wo ist mein Spind? Das hast du heute ja noch gar nicht erwähnt. Kannst du aber mit die Tür aufmachen? Wie machst du das denn alleine? Mann. Sieht aus, als hättest du gerade die Wäsche gemacht. Auch das einzige Mal in der Woche, dass du einen Wäschekorb in der Hand hast, ne? Sieht immer alles sehr durcheinander aus, aber es steckt ein System dahinter, Leute. Dann der Schweifriemen, ganz wichtig. Wofür ist das denn? Dass er nicht beim Kacken dagegen kommt? Oder? Nein, dass der Gurt nicht nach vorne rutscht, weil er hat ja hier keinen Widerriss. Und das ist dann nicht so gut. Und dadurch wird das halt so nach hinten gehalten, ne? Also, dass es einfach so bleibt. Es bleibt alles so, wie es ist, ob du hier bist und nicht. Jetzt bandagiere ich. Ich habe bis heute noch nicht verstanden, wozu Bandagen da sind. Schutz für die Beine, gar nicht nur zum gut aussehen. Natürlich nur Schutz.
Valentine, was tust du da schon wieder? Er will mich einfach beißen. Er will dein Stroh fressen, was du auf dem Kopf hast. Hier, das ist alles Stroh. Alter. So, perfekt. Nee, ist gar nicht perfekt, Leute. So, ich hab die Bandage ganz scheiße gewickelt. Nochmal. Bandagieren kannst du auf jeden Fall. Ist geglückt. So. Perfekt. Pferdchen ist fertig. Jetzt trennen sich den kleinen Mops. Jetzt muss ich nur noch die Leinen. Die heißt nämlich nicht Zügel, sondern Leinen, ja Leute? Die muss ich hier durch die Löcher ziehen. Wofür ist dieser Haken? Das habe ich mich auch letztens gefragt. Wenn ihr euch auskennt, schreibt mal, wofür das hier ist. So. Und dann gurte ich noch mal ein bisschen. So. Ja, braver Mops. Mach diesen anderen Gurt hier noch zu. Gut. Das Wetter ist halt auch so komisch, von einem auf den anderen Moment. Erst Sonne, dann Regen, dann Gewitter. Ist dann die Schmerz. Haare mit einem Gesicht. Okay, dann würde ich sagen, können wir auch schon gleich losfahren. Bist du bereit? Dann setzen Sie sich schon mal rein, Tom. Okay. Valentino bestimmt hier immer die Richtung. Schau ihn mal an, wie er sich anstrengen muss, um da hochzukommen. Nein, aber er macht das schon richtig, richtig gut. Du hast jetzt ja auch endlich mal die Reifen aufgepumpt, kann das ja sein? Ja, auf allen Reifen sind jetzt 2 bar oder wie das heißt. Aber ich konnte es nicht selber. Ich habe mir den Kompressor von Lisa ausgeliehen, habe es dann natürlich direkt erstmal nicht hinbekommen. Da musste mir im Stall noch jemand helfen, der den Stall halt immer macht. Ich dachte, selbst ist die Frau, sagst du doch immer. Ja, aber das habe ich halt wirklich nicht hinbekommen. Oh, aber Mann. Jetzt weiß ich wenigstens für die nächsten Male, wie es funktioniert. Aber das ist ganz schön langsam hier. Also ich habe mir das ein bisschen rasanter vorgestellt. Übrigens, Leute, ganz viele von euch schreiben mir auch immer so auf Instagram, ja, wie geht das, dass er so gute Hufen hat, so, obwohl er halt immer auf der Straße auch trabt. Ich habe das mit meinem Hufschmied abgesprochen und der meinte, der braucht noch keine Eisen, wenn es soweit sein sollte, dass die Hufen irgendwie kaputt gehen vom Kutschefahren, dann wird er ja Bescheid sagen. Aber Valentinos Hufen sind einfach durch und durch richtig, richtig gut, richtig fest, einfach klasse. Er will halt immer hier teilweise fressen einfach, juckt ihn dann auch nicht. Okay, wir traben mal an. Wie du so ganz normal laufen kannst und wir so traben. Ich wollte gerade sagen, pass auf, dass ihr nicht geblitzt werdet. Das ist so fies. Super. Außenreifen. Ja, super, kannst du telefonieren. Kurze Pause. Fein. So, jetzt müssen wir eine Wendung machen und schaut euch einfach an, wie gut Valentine das machen kann. Soll ich das von draußen filmen? Nee, film ruhig von hier. Seht ihr das? Schenkelweichen. Wow. Prima. Super Mops. Das war richtig gut. Okay, wir gehen los. Und halt, halt. Toll! Toll! Fein. Valentino stelle ich gleich wieder zu den anderen. Er hat das richtig, richtig gut gemacht. Der heutige Tag hat mir auch einfach richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch natürlich auch beim Zuschauen und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Vielleicht kannst du die Leute ja auch mal eine ganze Woche mitnehmen im Stall. Das ist auch eine nice Idee. Wenn die das mal wollen. Du hast ja bald mehr Zeit. Tschüss!